Brandt. Guten Abend. Am letzten Februar und zeitgleich ja auch kältesten Tag des Jahres. Ich glaube, ich bestelle den meteorologischen Frühlingsanfang morgen doch noch ab. Es wird doch kein Klappern von frühlingsfühligen Störchen geben, sondern nur von unseren Zähnen, die bei der Kälte aufeinanderschlagen. Aber diese Temperaturen, die zaubern eben auch vielerorts sagenhafte Naturschauspiele. Ah, der Kollege hat es gesagt, abermals steht Deutschland eine bitterkalte Nacht bevor. Die Temperaturen, die werden auch in Sachsen-Anhalt wieder flächendeckend im zweistelligen Minusbereich liegen, wie wir nachher im Wetter erfahren werden. Am härtesten trifft diese Kältewelle die Obdachlosen. Nach Prognosen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe leben in Deutschland etwa 1,2 Millionen Menschen bei Freunden, in Notunterkünften oder eben auf der Straße. Diese Menschen sind bei den dauerhaft frostigen Temperaturen besonders auf Hilfe angewiesen. Sachsen-Anhalt reitet auf der Grippewelle. Und wenn wir uns die aktuellen Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz anschauen, ist der Wellenkamm erreicht. Von scheint sich also langsam zu entspannen. Wir haben uns in Halle und Dessau mal umgehört, wie Sachsen-Anhalt mit der Grippe umgeht. Allen, die da niederliegen, auf jeden Fall gute Besserung. Du hast die Haare schön. Fällt mir mal ein, wenn ich so einen Friseur sehe. Das Friseurunternehmen Kögel, der Friseur aus Halle, ist heute in der Handwerkskammer Halle zum besten Arbeitgeber Sachsen-Anhalts gekürt worden. Da wollten wir natürlich wissen, warum. Was läuft denn bei ihm besonders glänzend? Die Gemeinde Teutschenthal wird sich von ihrem umstrittenen Bauamtsleiter trennen. Das ist das Ergebnis der gestrigen außerordentlichen Gemeinderatssitzung. Aktuell ist der Mitarbeiter krankgeschrieben und so wie es aussieht, wird er auch nicht mehr in sein Büro zurückkehren. Der Bauamtsleiter hätte nach den vorliegenden Bewerbungsunterlagen nicht eingestellt werden dürfen. Die weiteren Nachrichten des Tages jetzt in einem ersten Überblick. Als in Schkopau die Synthetik-Kautschuk-Produktion begann, war es Winter und sehr, sehr kalt. 80 Jahre lang ist das her und inzwischen haben Plaste und Elaste aus Schkopau weltweit einen guten Ruf, wenngleich auch nicht mehr unter diesem Namen. Heute, da war es ja wieder sehr, sehr kalt und beim Weltmarktführer der Branche in Schkopau wurde wieder etwas eingeweiht. Die Erde schafft es in den 365 Tagen des Jahres nicht ganz um die Sonne herum. Na, da macht sie so ein bisschen die Schnecke. Schön langsam. Und ist jedes Jahr 6 Stunden zu langsam. Alle 4 Jahre wird das mit einem Schalttag ausgeglichen. Für diejenigen, die an diesem Tag geboren werden, hat das natürlich so seine Tücken. Und morgen vielleicht gleich nochmal. Heute ist nicht nur No Facebook Day, was man ja glatt unter den Tisch fallen lassen könnte, sondern auch der Tag der seltenen Krankheiten. Es gibt schätzungsweise über 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen. In Deutschland gibt es ca. 4 Millionen Menschen, die überwiegend damit leben müssen, keine Heilung zu erfahren. Jannik aus Magdeburg hatte Glück, dass bei ihm die Krankheit früh erkannt wurde. Großeinsatz der Polizei heute am Hauptbahnhof in Halle. Es ging um mehr Sicherheit. Laut Bundespolizei wollten die Ermittler den Fahndungsdruck auf Kriminelle erhöhen. Im vergangenen Jahr hatte es demnach am hallischen Hauptbahnhof über 900 Straftaten gegeben, darunter Drogendelikte und Gewalt gegen Zugpersonal. Auch im Norden Sachsen-Anhalts war heute die Polizei unterwegs. Dazu mehr in den Nachrichten mit Norma Düsekow. Mit Honig spielt man nicht, außer man heißt Biene Maja und will bei den Honigspielen mitmachen. Der zweite Film der frechen Biene läuft ab morgen in den Kinos. Und wer ohne Kinder geht, dem empfehlen wir DDR-Geschichte als Kinodrama. Das schweigende Klassenzimmer erzählt von Mut, Konsequenz und zivilem Ungehorsam in der jungen DDR. Und nach dem Kino ab auf den Bolzplatz und bewegen. Gut, wenn da Menschen auf dem Platz stehen, die die Kinder und Jugendlichen professionell anleiten und motivieren können. In 3 Tagen, da lockt die Boxgala in Weißenfels mit gleich 2 Titelkämpfen. Dominik Bösel boxt gegen Sergei Demtschenko und den vakanten EM-Gürtel. Und noch ein sehr interessantes stallinternes Duell wird es geben. Adam Deines kämpft gegen Stefan Hertel um die deutsche Meisterschaft, ebenfalls im Halbschwergewicht. Und die beiden, die machten sich bei der Pressekonferenz heute schon mal so richtig warm. Beim Wetter, da steht die Kälte als Sieger im Ring. Der eisige Februar 2018 wird uns in Erinnerung bleiben. Susanne, wie fällt denn deine Bilanz aus? Was war noch bemerkenswert?
Plus wohlgemerkt. Die Radiokollegen von MDR Sachsen-Anhalt feiern morgen den klirrend kalten meteorologischen Frühlingsanfang und gratulieren Modern Talking Mann Thomas Anders. Der wird nämlich 55, da wird es Geschichten geben. Morgen die Neuigkeiten gibt es von Stefan Bernstein hier im Studio. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.